Ja, wir sind jetzt in, ich weiß nicht, man sieht, in Etzweiler. Und man kann hier ganz schön sehen. Ja, ein bisschen laut. Man kann ganz gut sehen, da hinten ist das Kohleabbaugebiet halt. Und hier entstehen halt die neuen Dörfer. Also hier steht Neu-Etzweiler und da hinten ist halt Etzweiler. Also das haben die, das eine machen die platt und dann machen die ein neues Dorf und nennen das einfach Neu-Etzweiler. Und das gibt es halt hier mehrere Dörfer, die so heißen. Also machen die einfach hinter das Dorf, was abgerissen wird, ein Neu vor und platzieren das woanders. Einfach Neu-Etzweiler. So, das ist halt das Neue. Ist natürlich lustig, also nicht für die Betroffenen, aber irgendwie so, wenn ich mir vorstelle, dass die Leverkusen abreißen würden und die würden einfach, die würden einfach Neu-Leverkusen irgendwo anders hin machen. Lustige Sache. Erste Pause. Erste Kong Strong. Das üben wir noch. Habe ich jetzt hier was vollgesaut? Ja, natürlich. Ja, ich komme relativ gut voran. Habe mir gedacht, komm, ich fahre mal Seitenstraßen. Ist zwar ein weiterer Weg, aber du siehst mal ein bisschen was von den Dörfern und so. Und habe mich prompt verfahren. Also da, laut Navi ist da eine Straße und das ist aber irgendwie keine Straße. Irgendwo, irgendwas vibriert hier ganz dolle. Ach du Scheiße. Jetzt weiß ich, was vibriert. Oh Mann. Die Halterung vom Auspuff ist gebrochen. Die ist tatsächlich gebrochen. Vom Auspuff, also den werde ich auch umtauschen. Den habe ich mich ganz neu gekauft und montieren lassen. Also das kann ja nicht sein. Seht ihr das? Da ist es gebrochen. Nee. Tja, wie es aussieht. Club Bridge Inn. Hier in Holland ein Lost Place gefunden. Oben geht das Fenster auf. Tja, wollen wir mal gucken. So, wollen wir mal reingehen. Also hier steht einfach auch die Tür wieder offen. Und ach du Jemini. Tja. Hier wurde wohl Party gemacht. Fahrräder, hier haben sie rum, hier haben sie gesessen. Tja, ist jetzt alles so auf Holländisch. Also wir sind jetzt hier in Holland. Fun. Also es sieht aus, als hätte man hier mit Feuer gekocht. Tja, wer weiß, vielleicht waren hier Obdachlose drin oder so. In einem fremden Land in Lost Places gehen alleine ist auch immer so eine Sache. Oh ja, hier stinkt's. Ein bisschen. Boah. Naja. Hier oben ist die Decke weg. Tropft es rein. Durch die Decke, ach du lieber Himmel. Ja, also die obere Decke, Etage, die wird wohl ein bisschen gefährlich sein. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht reingehen. Das ist ja auch nur so ein kleines Mini-Lost Place, was ich am Straßenrand gefunden habe. Ja, also da werden wir nicht hochgehen, um Gottes Willen. Also von draußen sah es auf jeden Fall um einiges besser aus. Ja, zudem stinkt es hier wirklich extrem, extrem stinkt es hier.
Trail ist das denn? Ich bin jetzt übrigens schon in Belgien. Ja, die sitzen da einfach. Die beiden, die sehen echt cool aus irgendwie. Richtig edel. Na, ihr beiden? Auf Pferdestraat nach Nordosten Richtung Audebüschstraße. Ja, die wissen gar nicht, was sie davon halten sollen, dass ich jetzt hier stehe. Geil. So angenehm. Ich war gerade in der Apotheke in Belgien. Ich wollte eigentlich Allergietabletten kaufen. Und ich war der Einzige, der eine Maske trug. Ich hatte die Frau gefragt. In Belgien muss man keine Maske tragen. So angenehm. Einfach so normal auch. Die Leute, die haben einfach keine Maske an. Geil. Hallo. Na ihr. Wisst ihr, wo es hier zum nächsten Lost Place geht? Hallo? Do you speak English? Sie vielleicht. Ja, nun mal nicht so unhöflich. Können Sie mir nun weiterhelfen oder nicht? Alle hinten. In der Wüste. Ja, hier ist Militärgelände. Hier soll wohl irgendwo ein Flugzeug sein. Ich bin total durchgeschwitzt. Weil ich um jeden Preis zu diesem Flugzeug wollte, was im Nachhinein ziemlich dumm ist, habe ich mir überlegt, stecke ich fest. Dieses Flugzeug könnte überall sein. Und wie krass ich festsitze. Oh Mann, das zeige ich euch jetzt. So, jeder normale Mensch hätte ja gesagt, ach nee, komm. Hier geht's nicht weiter. Aber nicht ich. Ich gebe einfach Gas. Und gebe Gas. Und denk mir so, ach komm. Da komme ich durch. Ich schaff das. Chaka Baby. Ja, scheiße. Wie komme ich denn da wieder raus? Oh Mann, ich bin halt kein Panzer. Bescheuert ich bin. Tja. Okay, es geht weiter. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Ja. Alles gut, ja. Ach, du liebe Wie kann man nur so scheiße sein? Mal ehrlich. Vor allem bin ich auch voller Sand jetzt. Na gut. Ich lasse jetzt hier die Drohne steigen, um zu gucken, wo dieses Flugzeug ist. Vielleicht bin ich. Thank you.
Roller ist halt schwer, deswegen werde ich absitzen und schieben und Gas geben, damit ich hier rüberkomme. Ich bin halt kein Panzer. Ui. Und. Komm. Jawohl. Denn da hinten habe ich sie gefunden. Junge, Junge. Alles nur für diese Fotos. Da hinten ist ein Panzer, glaube ich, und ein Flugzeug. Ja, da fahren wir jetzt hin. Okay, hier ist irgendwie auch so ein Stück Panzer. Aber ich würde halt lieber erstmal zum Flugzeug. Boah, ach du Scheiße. Nee. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde hier ein Lost Place nach dem anderen. Und auch das hier scheint richtig voll zu sein. Das ist scheinbar ein Wohnhaus. Und es ist noch komplett eingerichtet, so wie es aussieht. Was ziemlich crazy wäre. Es ist auf jeden Fall ziemlich voll. Okay, Haupteingang ist zu. Ist schon so urig. Also das ist einfach so das Fenster davon, ne? Das sieht total witzig aus eigentlich. Ja, ich vermute fast, dass das der Eingang ist. Hi. Der erste Abend, erste Tag ist überstanden. Erster Abend. Ich bin am Kochen. Es gibt bei mir, also ich mache hier ein bisschen Kohlrabi. Da kommt dann gleich noch ein bisschen Brühwürfel mit rein. Eine Paprika schneide ich noch, die kommt da mit rein. Und das tue ich dann später alles mit dem Reis hier. Einfach noch reinkippen. Ich weiß nicht so genau, was das gibt, aber naja. Ich war einkaufen, wie man sieht. Ein Bierchen habe ich mir auch geholt, oder zwei. Die gönne ich mir. Ups. Ja. Ich habe WLAN hier. Richtig gut. Oh nein, schmeckt das? Uah, naja. Merkt euch das. Schuldenbräu, naja. Ne? Nicht so toll. Ein bisschen Wasser rein. So, also WLAN habe ich hier, das ist super. Campingplatz, ich meine, ihr seht die Wiese. So unfassbar sauber und ordentlich. Hat WLAN. Die Toiletten sind nagelneu. Das ist alles so picobello sauber. Da hinten ist, glaube ich, ein Lost Place. Ich bin mir nicht sicher. Da werde ich wohl morgen, also ich bleibe wahrscheinlich 2 Tage hier. Werde ich morgen wahrscheinlich hinfahren. Das seht ihr dann in einem anderen Video. Denn ich glaube, ich werde das in verschiedenen Tagen hochladen. Heute war ich crazy. Ich habe wenig Strecke gemacht. Ich habe 250, 260 Kilometer irgendwie sowas. Weil ich halt relativ oft Lost Places geguckt habe oder angehalten habe wegen etwas und so. Ne? Also deswegen. Morgen kann sein, dass es auch nur so 200-300 Kilometer werden.
weil ich fahre im Umkreis von 50 Kilometern die Lost Places ab. Ja, heute das auf dem Militärübungsplatz. Ja, ich gebe zu, das war nicht so die schlauste Idee. Wenn das hier im Video zu sehen ist, nicht nachmachen. Das war halt wirklich dumm. Ich habe mir da auch nichts bei gedacht oder so, ne? Aber so Blindgänger, ja, die hebt man nicht auf und lässt sie dann nicht auch wieder runterfallen. Aber ich habe erstmal gar nicht gepeilt, dass das überhaupt richtige Bomben, whatever, sind. Das war irgendwie krass. Habe ich ehrlich gesagt nicht gepeilt. Tja, ist ja alles gut gegangen. Auch, dass ich da stecken geblieben bin, war nicht meine Glanzleistung. Auf gar keinen Fall. Tja, was hätte ich zum Beispiel dem ADAC erzählt? Wenn ich da hätte abgeholt werden müssen, was hätte ich denen erzählt? Mitten auf dem Militärgelände, festgefahren im Sand, mit 100 Kilo Gepäck. Nein, keine Ahnung, nicht 100 Kilo, aber... Ja, da hätte der ADAC auch gesagt, sag mal, geht's noch? Spinnst du? Ne? Das hätten die gesagt. Ja. Die Leute sind hier alle sehr nett, sprechen aber alle holländisch irgendwie. Aber ich bin nicht in Holland, ich bin in Belgien. Deswegen wundert mich das ehrlich gesagt ein bisschen. Naja. Der Campingplatz ist mega. Also, vielleicht tue ich den schon einblenden im Hintergrund. Na, ich werde nachher so ein bisschen filmen. Also, wie gesagt, Duschen und alles, ne, sind mega sauber einfach. Unfassbar sauber. Jetzt Real Talk. Ist doch unsympathisch im Fernsehen. Es ist doch im Fernsehen viel sympathischer, wenn einer nicht alles kann. Und er kann es sich sowieso leisten. Immerhin sieht er aus wie die Ballermann-Version von Christian Lindner. Genau das macht Welle Internet. Ein Ich gehe jetzt nachher erstmal duschen und dann esse ich. Selbstbewusste Männer kennen sich und wissen nicht, was sie wollen. Das ist auch bestimmt perfekt. Und haben ein gutes Gespür das ist hier noch so ein bisschen Situation. Sie sind mit das Wasser Emotionen verkochen. Darauf geht anscheinend auch der Fernseher. Oh, lecker, lecker, lecker. Publikum, alle über Publikum suchen. Alle, jawohl. Ich stand am Fenster. Tja, bei mir gibt es jetzt eine Allergietablette und Allergienasenspray. Das ist irgendwie so Standard, wenn ich unterwegs bin. So. Dann eine Schlafbrille. Weil ich bei den letzten Malen immer so früh wach geworden bin im Zelt. Habe ich mir jetzt eine Schlafbrille mitgenommen. Ich habe auch diesmal mein Scheißhaufenkissen mit. Das wird auf jeden Fall Schlafkomfort werden. Bundeswehrschlafsack. Also frieren werde ich diesmal auch nicht. Weil bei den letzten Malen habe ich gefroren. Dann meine Ankerbox für gute Nachtgeschichte. Ja, die laden immer noch, ich weiß nicht warum. Essen war schmackofatzig. Ja, war lecker. Jetzt muss ich das morgen sauber machen. Mache ich aber wahrscheinlich erst, wenn ich was Neues koche. Ja, ich bin ein Schwein. Ich muss das direkt machen. Ne? Ja. Egal. So sind die Männer. Ja, meine Laterne ist auch wieder da. Die ist echt gut. Werbung. Finde ich auch unten in der Beschreibung. Ja, aber die ist wirklich gut. Und ich würde sagen, damit bin ich für heute raus. Wir sehen uns dann morgen.